Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 28. März 2019. Heute ist Portaltag. Dieser Portaltag bedeutet, dass wir in diesen besonderen Tagen bewegen uns in einen feinstoffliche Energiefeld und haben wir einen Einfluss von Zentralsonne Alkyone. Alkyone gehört zu Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas und zeigen auch Fruchtbarkeit, auch Glück. Alkyone bedeutet auch übersetzt die Königin, der über den Bösen siegt. Also wir haben diesen besonderen Tagen eine spirituelle Energie, eine feinstoffliche Energie. Diese Portaltagen gehen auf die Maya-Kalender zurück. Das ist ein sehr präzises Kalendersystem, die Mayas, und das war eine Hochkultur, hatte das genau berechnet. Und ein Teil davon ist noch erhalten geblieben. Und auch wenn für uns etwas Fremdartiges erscheint, diesem Kalendersystem, möchte ich nach wie vor vermitteln, näher bringen, bekannt geben, weil das beschreibt die Qualität des Tages. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen oder Tönen oder Schwingungen oder Frequenzen. Wir befinden uns gerade in der 9. Welle und diese 9. Welle dauert bis 6. April 2019. Das ist die Schlangenenergie, die Transformationsprozess, die Wandlung, und wir befinden uns in dieser Wandlung. Und durchdringt die Feuerelement, die Feuerenergie, und das ist auch die Begeisterung, die Kraft, etwas in Gestalt bringen. Es ist auch eine Seelenreinigung, ein Herzensfeuer und bedeutet auch Sexualenergie. Und bei dieser Zeit begegnen wir uns mit dem Kundalini-Energie. Und das ist eine schlangenförmige Bewegung und es richtet sich in zwei Richtungen. Die eine Energie zieht, oder die eine Schlange zieht die Energie nach unten und die andere befreit sich davon und steigt die Energie nach oben. Und das sind mit unseren Gefühlen geladen. Und es gibt zwei grundverschiedene Systeme. Und da gibt es eine klare Trennung, weil die Systeme darf man nicht vermischen. In einem System sind die positiven Gefühle, dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Liebe, Begeisterung, Zärtlichkeit, es sind positive Gefühle. Die anderen Systeme gehören die negativen Gefühle und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Neid, Eifersucht und Hass. Bei diesen negativen Gefühlen sind paar Gefühlszustände, was uns bekannt sind, weil wir kennen das. Wir kennen Angst, wir kennen Zweifel, wir kennen Wut und wir kennen auch Schuldgefühl. Bei diesen Gefühlen bewegen wir uns in einen so zwischen
in einer Grauzone. Wir sollen aber davon uns befreien, weil sie blockieren uns. Außerdem, in dem Moment, wenn wir uns darauf einlassen, sind wir sofort im negativen System drin. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse und all anderen Gefühlen wie Neid, Eifersucht oder manchmal sogar Hass öffnen wir den Tor und das kommt wie trojanischen Pferd, weil wir sind empfänglich dafür. Das heißt nicht, dass wir diese Gefühle haben, aber es gibt Menschen, leider gibt es Menschen, die neidisch sind oder eifersüchtig oder manchmal gibt es auch Menschen, die hasserfüllt sind und ich würde sagen, die hassen sich sogar selbst. Und wenn wir dazu öffnen, weil wir Angst haben, in dem Moment sind wir im negativen System drin, kann passieren, dass wir solche Menschen begegnen, weil wir die Energie anziehen. Also raus aus diesem System und bleiben in positiven Gedanken, Gefühlen, weil das ist Licht und Liebe und das schützt uns. Und das ist göttlich und daran liegt die schöpferische Kraft. Und nicht nur aus diesem Grund ist wichtig, sondern unserem Körper besteht Großteil aus Wasser. Und die Wasser hat eine Form. Ein Kristall, so wie die Schneeflocken. Und wenn wir Angst zulassen oder zweifeln wir an etwas oder haben Schuldgefühl, in dem Moment, wo wir diese negativen Gefühle leben, verändert sich die Struktur dieser Kristallen. Das ist aber Energie für unseren Körper und diese Energie braucht unsere Zellen. Also ich werde mit diesem Themen noch mich beschäftigen und auch vermitteln, wie sich das alles verändert, nur zum Verstehen, wie wichtig das ist, angstfrei leben. Außerdem ist es wirklich so, dass Angst blockiert. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Wir befinden uns in dieser neuen Welle und genau das ist diese Transformation und das bringt Heilung. Und wenn wir von diesen negativen Gefühlen verabschieden können, dann steigt die Energie nach oben und das bedeutet ein Aufstieg, Bewegung, Erfolg, Licht und Liebe. Wir befinden uns im vierten Tag, der neunten Welle, also bestimmt die Tagesqualität die Zahl 4 und so haben das die Mayas gezeichnet. Diese Zahl 4 bedeutet Ordnung, Disziplin, eine Struktur, das hat Hand und Fuß, das ist Stabilität, das ist Fundament. Außerdem beschreiben die Mayas, dass die Zahl 4 bedeutet auch, wie wir unsere Träume verwirklichen können, unsere Träume, damit das Realität wird, damit das eine Struktur bekommt. Also es ist wichtig, unsere Träume zum Leben. Die heutigen Kraftfeld zeigt Lamad und Lamad bedeutet Sternen oder Hase. Es ist Venus-Energie durch und durch. Und das bedeutet Liebe, Partnerschaft, Harmonie, Schönheit, Kreativität, Frieden,
der Tanz des Lebens genießen, eine schöpferische Kraft fällt, was wir heute haben. Sternenhimmel, Lapis Lazuli hat eine Verbindung zum Sternen, zum Sternenhimmel, also passt ganz gut zum Lamat. Die heutige Mondenergie, und das beeinflusst unsere Stimmung, unserem Unbewussten, unseren Gefühlen, zeigt Ish. Und Ish bedeutet weiße Magie. Jaguar ist auch ein Krafttier, was mit diesem Energie, mit Ish in Verbindung steht. Magie, Zauberkraft, Heilung, Schamanen, all das zeigt diese Ish und bedeutet auch Mutter Erde, kreative weibliche Energie. Man könnte sagen, hier Venus und hier die Mutter Erde, die Heilung, diese schamanischen Kraftfeld zeigt sich im heutigen Tag. Und das ist wirklich Liebe, Partnerschaft, Kunst, Kreativität, Fruchtbarkeit, Heilung, das Tanz des Lebens, Magie, Zauberkraft, natürlich weiße Magie und die kreative weibliche Energie durch und durch, außerdem unserem Träume leben, und das steht in Einfluss zum Neptun. Hier ist auch die Neptun-Symbol und Zitrine zeigt sich als Halbedelstein dazu. Und das war den heutigen Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.